Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Südtirol Klartext. Bevor wir in die Sommerpause gehen, schauen wir noch einmal zurück auf ein halbes Jahr und 11 Sendungen Südtirol Klartext voll mit packendem Gesprächsstoff. Und wir blicken zurück mit Südtirols Zukunft und zwar mit Jasmin Fischnaller, der Vorsitzenden der Südtiroler Junghandwerker, mit Benjamin Raffainer, dem jungen Gastwirt und Hotelier, mit Verena Geier, Mitglied des Konvents der 33 und mit Julian Nikolaus Renzi, vom Landesbeirat der Schülervertreter. Schön, dass Sie alle hier sind. Beginnen wir mit einem packenden Thema. Bereits 40.000 Flüchtlinge sind in diesem ersten Halbjahr von 2016 in Süditalien gestrandet. Österreich hat zu Beginn des Jahres beschlossen, die Balkanroute zu schließen und hat auch angedeutet oder gedroht, die Brennergrenze zu schließen. Verena Geier, was sagen Sie dazu? Also Österreich schützt sein Land. Es kommen sehr viele Flüchtlinge nach Österreich. Sie kommen über Italien nach Österreich. Italien schickt die Flüchtlinge weiter. Ich bin der Meinung, dass den Kriegsflüchtlingen geholfen werden muss. Sie müssen unterstützt werden. Aber ich bin auch der Meinung, dass ihnen geholfen werden muss, dass sie auch wieder in die Heimat zurückkehren können. Ich kann hier ein Beispiel nennen, der Südtiroler Schützenbund hat jetzt bereits zum zweiten Mal ein Projekt unterstützt. Er hat einen Informatikraum in Äthiopien eingerichtet und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, den Flüchtlingen, Kriegsflüchtlingen zu helfen. Dass Österreich jetzt die Grenzen schließt, ist selbstverständlich, denn nur im letzten Jahr haben 90.000 Flüchtlinge Asyl beantragt, wobei auch zu sagen ist, dass Österreich im letzten Jahr 90.000 Geburten hat, also für Österreich ist es gar nicht möglich, diese Menge an Flüchtlingen aufzunehmen. Hier muss ich mehr Italien kritisieren, denn Italien macht die Hausaufgaben nicht, sondern winkt das Problem eigentlich nur weiter in Richtung Norden. Zu einerseits Verständnis für Österreich, Herr Raffainer, die Sommersaison im Tourismus hat gerade begonnen. Wie sieht man es beim HGV mit der möglichen Schließung der Brennergrenze? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen den Ball ein bisschen flach halten. Die Sache ist die, dass in Österreich die Verantwortlichen unterschiedliche Aussagen schon getätigt haben. Wir führen Kontrollen ein, wir führen sie nicht ein. Es sind so und so viele über die Grenze geflohen und so viele eben nicht. Faktisch eine Grenze am Brenner ist natürlich nicht in unserem Interesse. Wir vermitteln dem Gast immer eine sichere Urlaubsdestination. Das soll auch weiterhin so bleiben. Wir brauchen keine Schlagzeilen von Anarchie auf dem Brenner, wie es in der Bild schon getitelt wurde. Ich glaube, wir dürfen positiv in diese Zukunft blicken. Ich bin überzeugt, dass die Vertreter auch von uns vom HGV sich in die Diskussion mit der Landesregierung und mit den Verantwortlichen in Österreich positiv einbringen. Und ich bin sicher, wenn man jetzt sieht, wie in egal Griechenland, Ägypten und so weiter, Türkei, wo die Urlaubsdestinationen einfach ein bisschen leiden, hat Südtirol doch noch immer einen relativ sehr, sehr guten Eindruck beim Gast aus Deutschland zum Beispiel. Also beim HGV sieht man, ist die Panik noch nicht so groß. Hingegen zum Beispiel die Südtiroler Unternehmer haben schon ausgerechnet, eine Stunde Stillstehen eines LKWs am Brenner würde bis zu 60 Euro kosten und das wäre ein Millionendefizit für den Handel in Europa. Wie sehen Sie eine mögliche Brennergrenze, Frau Fischnaller? Also ich muss das bestätigen, also wenn effektiv eine Grenze geschlossen wird, so heißt das, dass es eben einmal extrem lange Wartezeiten gibt. Wir wissen, wie es jetzt erst vor kurzem zu Pfingsten war. Es ist bis Neumarkt runter. Ich bin selber im Stau drinnen gesteckt. Es war eine unglaubliche Situation da drinnen. Es sind wirklich da Stunden draufgegangen. Und speziell für die Wirtschaft ist so eine Schließung etwas sehr Kontraproduktives. Vor allem auch, wo wir in Zeiten von einer Globalisierung sein. Es geht immer alles in Richtung
es muss schneller werden, es wird alles kurzlebiger. Man muss auch sagen, die Magazine auch, die haben sich mittlerweile auch effektiv auf die Straße verlagert. Bei mir selbst da im Betrieb ist es so, es sind teilweise von Seiten der Lieferanten bis zu 8-9 Wochen Lieferzeit für auch nur kleine Mengen. Und von daher kann aus der Sicht von der Wirtschaft her so eine Schließung nur etwas Negatives für die gesamte Wirtschaft bedeuten. Und ich bin der Meinung, dass man da andere Wege finden muss. Herr Renzi, 2015 haben 3.700 Menschen im Mittelmeer ihr Leben verloren. Bisher waren es 2016 schon über 2.000. Europa streitet sich um das Aufnahmekontingent und der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat nun sogar eine Art Internierungsinsel für Flüchtlinge vorgeschlagen. Wie sehen Sie die Solidarität Europas im Jahr 2016? Ehrlich gesagt sehe ich keine Solidarität in Europa. Ich muss sagen, mich hat das sehr schockiert, was Außenminister Kurz eben gesagt hat. Ja. Diesen Vorschlag mit der Insel, eben dieser künstlichen Insel im Mittelmeer zwischen Nordafrika und Süditalien, ist aber auch von kompetenten Organisationen, die sich eben um die Flüchtlinge kümmern, aber auch Grenzregimes unterstützen, stark kritisiert worden. Ich glaube, diese Lager, ja, natürlich tut man sich immer schwer, so etwas zu befürworten, aber wenn es eine realistische Lösung ist, die auch im Interesse oder auch, schon auch, kann man sagen, im Interesse der Betroffenen ist, dann muss man das schon auch versuchen zu unterstützen. Allerdings, konkret der Vorschlag, das auf dem Gewässer zu machen, dem kann ich nicht zustimmen. Ich wollte noch sagen, Italien hat sicherlich Schwierigkeiten damit, seinen Aufgaben gänzlich nachzukommen. Aber Italien wird auch allein gelassen, das muss man auch unterstreichen. Vor allem wird Italien von vielen anderen europäischen Ländern allein gelassen und die humanitäre Hilfe, die Italien leistet, ja, humanitär, unabhängig davon, ob wir dann mit den Flüchtlingen einverstanden sind oder nicht, ja, das muss man klar so sagen. Es gibt da viele, die mit diesen Menschen an sich Probleme haben, ja. Unabhängig davon ist die humanitäre Leistung Italiens, glaube ich, sehr zu unterstreichen. Andererseits, und dann schließe ich ab, finde ich es auch falsch und sehr heuchlerisch, Österreichs Politik derart zu kriminalisieren. Österreich handelt legitim als Nationalstaat. Es kann gar nicht anders handeln, denn jetzt merkt man, wie sehr Schengen eine einzige Illusion war. Die Einzelstaaten müssen ihre Grenzen schützen, wenn es diese Einzelstaaten noch gibt. Das heißt, ein Europa ohne Grenzen ist auch durch Schengen unmöglich, weil es immer noch diese lauter Einzelstaaten gibt. Und solange es die gibt, ist es auch gegenüber deren Bürger legitim, wenn sie diesen Staat also eigenverantwortlich schützen, nicht? Deshalb ein Europa ohne Grenzen, das gibt es nur ohne Mitgliedstaaten, das gibt es nur in den Vereinigten Staaten von Europa. Ansonsten muss man auch klar diese nationalen Alleingänge akzeptieren, als Brüssel, als Berlin, als Rom. So, danke schön für diese interessante Sicht auf Europa. Bleiben wir noch kurz bei Ihnen, Herr Renzi. Mhm. Die Regierung in Rom hat in diesem Schuljahr sozusagen eine neue Bildungsreform beschlossen. Mhm. Für einige Wochen sind Sie selbst noch Schüler. Mhm. Was halten denn Südtirols Schüler von La Buona Scuola oder die gute Schule? Ja, also ich habe gemerkt, dass da die Meinungen teilweise sehr auseinandergehen. Ich glaube, aber es überwiegt schon, was ich jetzt so erfahren habe in den Gesprächen eben mit Schülervertretern im Landesbeirat, es überwiegt schon die Zuversicht, dass das durch die Stärkung der Autonomie an den Schulen zumindest potenziell eine Verbesserung der Südtiroler Schule herbeiführen kann. Wie gesagt, und darauf haben wir als Landesbeirat auch mehrmals hingewiesen, es ist Aufgabe jetzt der Schülervertreter, der Elternvertreter, aber auch der Lehrperson zu sehen, dass diese Schulautonomie nicht zu einer Autonomie der Schulführungskräfte degeneriert. Denn es ist natürlich im Sinne der neoliberalen Regierung Renzi, die Schulen sozusagen ein bisschen effizienter, und das wird dann immer in diesem wirtschaftlichen Sinne gemeint, nicht? Und deshalb diese Orientierung von den Kollegialorganen weg zu den Schulführungskräften, das ist in der Buona Scuola schon relativ stark verankert.
Glücklicherweise ist das auf Südtirol-Ebene ein wenig abgefedert worden, aber die Tendenz ist immer noch diese. Aber wie gesagt, durch die Schulautonomie muss es ja dann nicht schlecht werden. Es besteht die Gefahr, aber andererseits wird uns auch dann als Schüler, als Lehrer, als Eltern die Verantwortung auch gegeben, werden dazu bewegt, uns mehr einzusetzen sogar für die Schule, nicht damit die neuen Freiheiten, die uns auch durch die gute Schule gegeben werden, möglichst positiv umgesetzt werden an unseren Schulen. Also nochmal zum Schluss, es waren großteils positive Ansichten, ja. Auch die kompetenzenorientierte Bewertung. Ja. Es muss nicht schlecht werden, Frau Geier, Sie sind selbst Lehrerin, teilen Sie diese Meinung von Herrn Renzi? Ja, also ich befürchte, dass durch die Buona Scuola viele Schulen die Ziffernoten abschaffen, dass dann eben, wie es den Schulen freigestellt ist, erst im Biennium oder nach dem Triennium eine Versetzung überhaupt möglich ist oder beschlossen wird, die Versetzung. Hier sehe ich eine große Gefahr, da die Schüler sich anstrengen sollten. Ich finde, auch ein Misserfolg stärkt die Schüler, dann auch im Berufsleben, im Alltag hat man nicht immer Erfolge. Und wenn die Schüler so einfach in die nächste Schulstufe weiter geschoben werden, könnte es sein, dass ihre Leistungen nachgeben. Hier möchte ich allerdings unterbringen, dass, was Sie gesagt haben, die Qualität der Schule, zur Qualität der Schule haben Sie gesprochen. Ich finde, die deutsche Schule ist auf einem guten Niveau, auf einem hohen Niveau, und genau das muss erhalten werden. Die Klil-Experimente, die zurzeit durchgeführt werden, die schädigen die deutsche Schule. Durch Artikel 19 haben wir das Recht auf muttersprachlichen Unterricht, und das muss erhalten bleiben, und die Klil-Experimente müssen auf jeden Fall abgeschafft werden. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in diesem Fall. Sie kommen da auf den mehrsprachigen Unterricht zur Sprache, der in einigen Klassen und an einigen Schulen schon angewandt wurde. Herr Renz, ich sehe schon, Sie hätten, würden gern kontern. Sprechen wir aber noch ein anderes Projekt an, und zwar Berufsmatura, duale Ausbildung. Was sagen die Gastwirte und was sagt der Handel dazu? Liebes Fürst. Also grundsätzlich muss ich vom Handwerk aus sagen, dass mit der Matura, die nun auch in der Berufsbildung möglich ist, für uns ein großer Meilenstein geschaffen worden ist. Man muss auch noch vorab sagen, es wird der Begriff Berufsmatura wird manchmal falsch interpretiert, weil diese Matura ist eine Matura, wie ich sie auch mit einer Oberschule abschließe, also es ist eine vollstaatliche Matura, wo ich Zugang zu jeglicher Universität, zu jeglicher Fachhochschule habe. Anders als zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland, wo ich mit einer Matura aus der Berufsausbildung lediglich Zugang zu einer fachspezifischen Fachschule habe. Und für uns ist es auch deshalb sehr wichtig, weil das Image im Handwerk jenes war, dass eine Ausbildung im Handwerk wie eine Sackgasse war, weil man effektiv nach der Gesellenprüfung noch den Meistertitel erwerben konnte. Allerdings, wenn sich zum Beispiel ein 30-Jähriger einen anderen beruflichen Weg einschlagen wollte, war dies sehr schwierig. Nun hat man wirklich die Möglichkeit, auch eine berufliche 180-Grad-Drehung zu machen. Deshalb ist dies auch aus diesem Aspekt aus gesehen für uns sehr wichtig. Andererseits hat man effektiv auch als Handwerker die Möglichkeit, sich eben in das gesamte Ausbildungssystem irgendwo zu integrieren. Es ist nun es ist ein Durchlauf gegeben. Zum Beispiel auch meine Beruf jetzt angesehen. Zum Beispiel, ich bin Raumausstatterin. Ich könnte somit auch ganz easy eigentlich mit eben dieser verlängerten Lehrzeit sozusagen, wo ich dieses Schuljahr aufhole, könnte ich ein Architekturstudium zum Beispiel sehr simpel weitermachen. Gerade vor wenigen Tagen ist die Meldung von Astat gekommen, dass wieder die Zahl der Berufsschüler gestiegen ist. Gibt es im Gastgewerbe und Hotelsektor bei der Ausbildung aber doch noch einige Lücken in Südtirol, wo man vielleicht was verbessern könnte?
Ja, die gibt es definitiv. Aber nichtsdestotrotz, das Bildungssystem ist in einem Umbruch, wo sich aber auch wir als HGJ in dem Moment stark, wo wir uns stark versuchen einzubringen. Vor allem die Ausbildung in Hotel und Gastronomie ist ja sehr, sehr populär, sagen wir mal. Nicht? Die Hotelfachschulen sind zum Teil überlaufen. Wir haben überfüllte Hotelfachschulen. Wenn wir anschauen, dass sich die Schüler dort in Containern müssen unterrichtet werden. Und so, nicht? Andererseits haben wir dann auch viele Abgänger von den Schülern, die dann ins Berufsleben einsteigen oder dann eben auch nicht mehr einsteigen und dann einfach einen anderen Weg wählen. Das ist ja für uns auch nicht ideal. Wir wollen ja gut ausgebildete Leute in unseren Betrieben haben. Für uns eventuell noch wichtig ist, bei Lehrlingen, es ist schon zu sagen, unser Sektor bildet immer noch am meisten Lehrlinge aus. Darauf sind wir sehr stolz, vor allem unter der Voraussetzung, dass wenn man ins Ausland schaut, wenn man in die Schweiz schaut, eben oder auch nach Österreich, ein Lehrling verdient in Südtirol noch relativ viel. Im dritten Lehrjahr ein Koch zum Beispiel, ein Kochlehrling hat einen Nettolohn 1.300 Euro zum Beispiel. Das ist für eine Lehrzeit relativ viel. Da müssen wir noch die Stellschrauben ansetzen und da werden wir uns auch einbringen. Wir werden auch in Zukunft die Hotelfachschule nicht als oder den Hotelberuf, das Gastgewerbe nicht als Nonplusultra darstellen, sondern schon auch, es muss am Wochenende gearbeitet werden, es wird bis spät in die Nacht gearbeitet. Man hat einfach auch gewisse Nachteile. Nicht? Das muss den Schülern oder den Zukünftigen auch klar sein. Und wenn wir das alles ein bisschen schön zusammen darstellen und in einen schönen Kontext stellen, ich glaube, sind wir auf einem sehr guten Weg. Noch hinzuzufügen möchte ich da der Kollegin, finde ich es auch eine sehr gute Sache, die Perspektiven, vor allem in den Handwerksberufen, die ändern sich doch sehr gewaltig und das ist schon eine gute Sache. Dankeschön, Herr Raffiner. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über Politik. Kommen Sie zu Ihrem Vertragshändler. Machen Sie einen Free Demo Ride mit The Dark Customs. Alpenflair, das größte Volksfest Südtirols, feiert fünfjähriges Jubiläum vom 15.06. bis 19.06.2016. Herzlich willkommen beim Alpenflair. Mit dabei sind Freiwild, Mando Diao, Nena, Amon Amar, Doro, Wolfgang Ambros, Mickey Krause, JBO und viele mehr. Dazu gibt es EM Public Viewing, Alpenpanorama im Land der 1000 Berge, diverse Outdoor-Sportaktivitäten, traditionelle Speisen und Getränke, Harley-Davidson-Verleih, Alpenhöhlen-Disco, Stadtführungen durch Brixen, Feuerwerk, Warm-Up-Party und vieles mehr. Das Alpenflair 2016. Resttickets unter shop.alpen-flair.com. Es war an einem späten Vormittag, als die Idee zu den Teneroni entstand. Ich muss schnell los, um das Essen vorzubereiten. Da hätte ich eine meisterhafte Idee für dich. Guter Kochschinken von Casa Modena, einfache natürliche Zutaten und ein paar Gewürze für einen feinen Geschmack. Und auch viel Liebe? Dann nennen wir sie einfach Teneroni. Lecker für Kinder, köstlich für die ganze Familie. Sind die gut? Noch besser, Teneroni. Teneroni von Casa Modena, Maestri nei Salumi.
Willkommen zurück zum zweiten Teil von Südtirol Klartext. Südtirols Zukunft blickt zurück. Ein großes Thema war natürlich die Politik. Das neue Wahlgesetz wurde durch den Regionalrat geboxt. Bozens neuer Bürgermeister hat gerade alle Hände voll zu tun, eine neue Regierung zu bilden. Verena Geier, Sie sind Mitglied im Konvent der 33 und Sie sind im nächsten Jahr damit beschäftigt, die Autonomie zu reformieren. Ja, also ich bin im Konvent der 33 und ich erhoffe mir davon, dass die Grundpfeiler der Autonomie erhalten bleiben. Dazu zählt der Proporz, Ansässigkeitsklausel, Recht auf muttersprachlichen Unterricht. Diese müssen ohne Ergänzungen und Abstriche so erhalten bleiben, die Grundpfeiler, wie sie jetzt bereits im Autonomiestatut stehen. Wenn ich da kurz einhaken darf, in den letzten Tagen war Reformenministerin Boski zu Gast und sie hat gesagt, die autonomen Regionen bleiben unangetastet. Sind Sie damit beruhigt? Ich hoffe mir, dass das auch so bleiben wird, dass wir unsere Autonomie erhalten. Herr Renz, die sinkende Wahlbeteiligung auf einer Seite, auf der anderen Seite immer mehr Volksbefragungen und Referenden. Glauben Sie, das ist die Politik der Zukunft? Ist das alte Parteiensystem, wird das abgeschafft? Das glaube ich nicht. Und anzustreben ist sicherlich nicht eine direkte Demokratie, eine absolute direkte Demokratie. Ich muss leider sagen, oder beziehungsweise ich denke, das ist unmöglich, aber verstärkt partizipative Elemente in ein politisches System, in ein demokratisches System einzubauen, das zeugt von staatsbürgerlicher Reife in einer Gesellschaft. Und zur Wahlbeteiligung zuerst, ich glaube, da sieht man, dass die Forderung der Schülervertretung in Südtirol, aber auch auf nationaler Ebene in Österreich berechtigt ist nach einer verstärkten politischen Erziehung, politischen Bewusstseinsbildung in der Schule. Bitte nicht verwechseln mit parteipolitischer Erziehung. Zur anderen Sache mit den Volksbefragungen, beziehungsweise zur direkten Demokratie, das finde ich interessant. Einerseits dieses Verlangen nach mehr direkter Demokratie, nach mehr Mitsprache, auf der anderen Seite aber immer weniger Zeit, sich überhaupt als einzelner Bürger mit diesen immer komplexer werdenden politischen Themen zu befassen. Dieser Zeitverlust, der entstammt natürlich auch den ökonomischen, vor allem den wirtschaftlichen Bedingungen. Wir müssen immer mehr arbeiten, um überhaupt etwas zu bekommen. Wir haben gerade durch die Digitalisierung weniger Freizeit, also auch weniger Zeit, uns mit irgendeiner Sache eingehender zu befassen. Das ist interessant, diesen Widerspruch zu beobachten, nicht wahr? Digitalisierung sinnvoll. Natürlich, die Arbeitszeiten sind flexibler, aber man muss immer erreichbar sein. Das heißt, man ist immer irgendwie eingebunden und hingegen braucht es, um wirklich bewusst mitzumachen in einem direkt demokratischen System, genügend Zeit, genügend Formate, genügend Möglichkeiten, sich als einzelner Bürger auch weiterzubilden. Dieser Widerspruch, der wundert mich ein wenig. Ja. Wenn ich noch kurz eine zweite Frage stellen darf. Ein Rechtsruck, einmal hat man den gesehen bei den Wahlen zum Bundespräsidenten in Österreich und dann natürlich auch hier bei den Gemeindewahlen in Bozen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Die Lügen des Rechtsextremismus, die Illusionen, die diese Bewegungen, welche Art sie auch immer sind, und ich schließe dabei jetzt auch nicht eventuell linksextremistisch, aber das betrifft unser Land jetzt weniger. Die müssen in der Schule ganz klar benannt werden. Ich habe erlebt, dass in der Schule dieses Thema oft tabuisiert wird. Es wird nicht über das gesprochen, weil das ja nicht, das passt nicht zur Demokratie. Es muss genau gesagt werden, genau die Propagandamaterialien dieser Untergrundbewegungen, die müssen in der Schule gezeigt werden und dort entlarvt werden. Mit den Schülern, also klar benennen in der Schule, das ist, glaube ich, jetzt aus Sicht eines Schülervertreters eine der möglichen Methoden, diesen Rechtsruck zu vermeiden. Allerdings muss man auch sagen, das hat auch ganz komplexere Gründe und dem kann nicht nur auf schulischer Ebene gegengearbeitet werden. Vielen Dank, Herr Renzi. So viel zur politischen Ebene. Den Tourismus und den Handel hat vielleicht ein anderes Thema weiter beschäftigt in diesem letzten Halbjahr, und zwar TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen Amerika und Europa, das natürlich auch einige Fragen aufwirft. Bringt es einen Nachteil für die Südtiroler Unternehmer, Frau Fischnaller? Also klar, wenn man bedenkt, dass die USA und die EU zusammen ein Bruttoinlandsprodukt
ein weltweites Bruttoinlandsprodukt von über 46% haben, so ist das ein extrem großes Handelsvolumen. Und klar, es gibt bereits ein Freihandelsabkommen auch zwischen den USA und Asien. Und um diese Zusammenarbeit, um diesen Austausch zwischen USA und den EU zu verstärken, ist ein Abbau von diesen Handelshemmnissen, ein Abbau von den Zöllen natürlich erstrebenswert. Da wo wir allerdings eine Gefahr sehen, ist in der Anpassung von diesen Standards, die eben auch ganz klar aus diesen Texten zugrunde legen. Und eine Anpassung heißt halt meistens, dass es praktisch zu einem Downgrading von gewissen Richtlinien kommt. Und gerade wo wir im Handwerk sehr viel auf Qualität legen, nicht nur in den Materialien und in der Arbeit, die wir bearbeiten und erbringen, sondern eben auch zum Beispiel in der Ausbildung auch, zum Beispiel auch den Wert von einem Meistertitel oder von einem Gesellen. Da haben wir einfach Angst, dass die Standards, dass die, was eigentlich lang erkämpft worden sein, dass die irgendwo da an lockerere Richtlinien angepasst werden. Lockerere Richtlinien auf der einen Seite, auf der anderen Seite, durch die Abschaffung der Zölle könnten die Unternehmen natürlich auch Geld sparen. Wie sieht man das beim Tourismus? Ja, Geld sparen in der Qualität ist immer der falsche Weg. Ich habe auch mit dem Ganzen ein bisschen, Bauchschmerzen. Es ist so, wenn man sich anschaut, der Trend geht immer mehr Regionalität, man versucht fast vom Nachbarn das Schaf abzukaufen oder so und das dann auf den Teller zu bringen, das ist für einen Gast einfach ein unglaublich hoher Qualitätsfaktor, schon einmal allein immateriell. Ich glaube, in Südtirol haben wir super Produkte, jetzt reden wir mal vor allem in der Gastronomie. Wir haben ein riesen Potenzial auch in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft da, die kleinen Kreisläufe zu intensivieren. Ich glaube, da ist auch der Gastwirt dann bereit, einen höheren Preis zu zahlen, wenn er weiß, das Produkt ist von da, das kann ich da dem Gast sogar vielleicht noch den Betrieb auch noch zeigen, den kann ich näher bringen, das ist authentisch und ich glaube, da das ist eigentlich die Zukunft. Und wenn dann irgendwelche billig Lebensmittel zum Beispiel jetzt auf den Markt kommen, wo eben gewisse Qualitätsstandards abgeschafft werden, ist das sehr gefährlich. Wobei ich bin schon relativ zuversichtlich, dass die Südtiroler Gastronomie da nicht mit aufspringt und da dann schon sagt, na los, wir holen uns so die Produkte, wo wir wissen, wie sie gemacht sind. Also Südtirols Junghandwerker und auch beim HGJ ist man noch nicht ganz von TTIP überzeugt und wird es vielleicht auch nie werden. Wir sind am Ende dieser Folge Klartext angelangt. Unser Rückblick ist damit auch zu Ende. Wir freuen uns, Sie wiederzusehen nach der Sommerpause, dann wieder mit jeder Menge neuem Gesprächsstoff. Tschüss. Thank you.
Ein Flughafen mitten im meistbewohnten Gebiet Südtirols. Und wir alle sollten dafür bezahlen, dass ein paar Lobbyisten nicht genug bekommen. Südtirol geht's gut. Und die Touristen kommen zu Millionen wegen unserer Berge und der guten Luft. Niemand braucht diesen Flughafen. Nach 20 Jahren Misserfolg und 120 verschleuderte Steuermillionen sollten wir es kapiert haben.